Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum und hier zum Bunker Guide. Wir werden heute, wo sind wir, Z4, den Z4 Bunker machen. Dazu gucken wir mal, ob wir da überhaupt reinkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Bunker war ich ein einziges Mal bis jetzt drin. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie wir da reingekommen sind. Also für alle, die bei uns auf dem Server spielen oder spielen möchten, ich habe hier eine Kiste versteckt mit Loot drin. Vom letzten Bunker und noch ein bisschen mehr. Natürlich gesichert mit einem goldenen Schloss. Wo genau sich diese Kiste befindet, erfahrt ihr im Laufe der nächsten 30 Minuten. Soll ja auch nicht so leicht sein für euch, dass ihr jetzt direkt am Anfang wisst, wo es ist und einfach hinbrettert. Und ja, direkt am Schluss ist es auch nicht, damit ihr nicht direkt jetzt auf die Idee kommt. Oh ja, ich hüpfe einfach mal zum Schluss. Dann weiß ich auch, wo es ist. Also für all die, die hier gerne anfangen möchten, würde sich das lohnen. Und schon ein bisschen Schloss-Skillen vielleicht es können. Oder halt für alle die, die hier auf dem Server sind und einfach den Loot haben möchten. So, ich muss gleich auf jeden Fall mal schauen, wie man hier in den Bunker kommt. Aber ich habe gerade mal gesehen, dass hier so ein Rundhanger ist. Da habe ich mir gedacht, ich loote den mal schnell mit. Da wäre eine Spotze. 16 Magazin, vielleicht für die nächste Folge SWD Schalldämpfer, okay. Hallo, bitte was? Also irgendwo ist jetzt hier definitiv ein Sprenger. Im besten Falle gleich bei mir drin und ich habe dann den nächsten Bunker Run oder Bunker Guide, wie wir reinkommen und was vielleicht da drin ist und was weiß ich nicht, was wieder schon versemmelt. Wie eigentlich immer, es wundert mich, dass ich letzte Woche, beim letzten Mal nicht gestorben bin. Der muss irgendwo hier sein. Kann auch sein, dass der unter uns ist. Oder hier links von uns war. Ich weiß es gerade definitiv wirklich nicht, weil ich erst einmal hier drin war. Aber ich jetzt lieber auch erstmal hier rausgehe. Es könnte natürlich sein, dass der hier drinnen war oder hier draußen war. Weil hier vorne in dem Ding, glaube ich, ist nämlich der eine Zugang zum Bunker. War das nicht hier drin? Ja, hier ist es. Das heißt, eigentlich ist es hier auch relativ einfach, zum Bunker zu kommen. Da ihr hier
fast bis rankommen. Öffnen. Einfach Leiter hinabsteigen machen. Schließen. Und schon seid ihr hinunter. Ui. Ich glaube, ich reloade nochmal schnell. Hatte ich eigentlich jetzt noch irgendwo Munition? Ja. Ich glaube, das mache ich gleich. Das Ding hier. Nachladen. Drin. Da ist noch einer drin. Da ist auch noch einer drin, den habe ich gar nicht gesehen. Bienenpollen würde mich mal interessieren, ob die wieder funktionieren. Jetzt zumindest mal eine Armory, da machen wir die mal zu. Mal kurz gucken. Medikament einnehmen. Also er zieht zwar eins ab. Aber er packt es nicht da rein. Also ein definitives Nein. Die funktionieren immer noch nicht. So, die packen wir mal rüber, weil die noch voll sind. Die packen wir hier hin, weil die auch voll sind. Das dahin, das bleibt hier. So. Gerade auf, warum ist jetzt hier eins übrig? Munition laden. So. Auspacken. Fällt mir nämlich auch gerade ein. Ich habe ja hier noch. Nee, jetzt scheint es voll zu sein. Gut. So, weiter geht's. Den haben wir auch gekriegt. Dieser Piepser ist jetzt schon wieder ziemlich nervig. Thank you.
ich weiß nicht, ob ich ihn mit Kopfschuss getötet habe. Ich warte jetzt einfach mal auf die Explosion. Gut, die ist jetzt gerade. Vonstatten gegangen, dann gehen wir jetzt mal raus. Irgendwo ist hier immer noch ein Pieper. Ich weiß leider noch nicht wo. Ich weiß aber gar nicht, wie es hier im Bunker weitergeht, davon mal abgesehen. Da ist jetzt noch einer explodiert. Aber so wie sich das anhört, ist mittlerweile der ganze Bunker wach. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Hier sind wir gekommen, ich würde sagen, hier einfach mal hier lang weiter. Hier nicht lang weiter, weil hier kommt man anscheinend nicht durch. Sehr merkwürdige Sache, aber okay. Einer drin. Die Tür wollte ich mir gerade als Rückweg offen lassen. Für den Weg. Den Fall. Dass hier gleich noch irgendein Sprenger ist und ich mal laufen muss.
gerade so ein bisschen merkwürdig, weil hier kaum Drops drin sind. Noch ein M16 Magazin. Da geht's nicht durch, da ist keine Ahnung mehr. Lagerraum. Hier könnte man mal kurz das Nachtsicht ausmachen. Weil hier eigentlich doch ziemlich gut zu sehen ist. Also ich sehe gerade im Video, ist es heller als bei mir am Bildschirm. Ja, tut mir leid, Leute. Zombie-Geschreie ist lauter wie... Nicht die hier oben rum zu poppern. So. Also es ist schon ein sehr undurchsichtlicher Bunker, wo ich mich gerade wirklich ein bisschen konzentrieren muss, weil ich weiß wieder, wo ich lang kann. Oder wer irgendwo was ist. Aber auch gerade noch mal hier hoch sitzt gerade. Oder ist das der Weg, von wo wir gekommen sind? Aber kann ja eigentlich nicht sein, oder? Also ist das nicht unser Weg. Eine Handgranate.
Also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Das ist eine Katana mit in der Kiste. Und die ist doch nicht wirklich gut versteckt, sagen wir es mal so. Die steht auf jeden Fall hier auf dem Bunkergelände. Und da werde ich zur Not, was heißt zur Not, da werde ich definitiv auch die Granate und so, was ich bis jetzt gefunden habe, mit reinschmeißen. Die kommt auch noch mit rein. Das haue ich auch nochmal mit rein. Hunter-Schalldämpfer, der jetzt so aussieht. Okay. Es gibt jetzt also auch einen Hunter-Schalldämpfer für die Hunter. So, ich montiere euch das auch schon mal auf die MP5. Also das MP5 Royal ist drauf. Hier schon wieder so einen verkackten Keeper, oder? Ich sehe es schon kommen. Ich treffe gleich wieder auf so einen Keeper und gehe in die Luft. Einen Druckverband haben wir jetzt. Doch, hier sind wir, glaube ich, eben. Nee, auch nicht. Immer die Krise, wenn es neben mir piept. Aber der kann es eigentlich auch nicht sein. Der sieht nämlich nicht nackig aus. Es sei denn, die haben jetzt neue Pieper. Was mir aber auch neu wäre. Aber ich meine, wenn man schon MP5-Schalldämpfer hat, und ganz ehrlich, den werde ich jetzt auch mal mitnehmen, weil das klappt mir sonst kein Freund. Oh. Ich glaube es mir gerade auch selber nicht, weil irgendwie ist das Ding jetzt gerade weg. Ich glaube, ich muss mir nachher mal selber das Video angucken. Damit wirklich nochmal, ob da jetzt wirklich ach, hier habe ich ihn doch drin, Hunter-Schalldämpfer. Ein Schalldämpfer für das Hunter-Jagdgewehr. Ich habe das Ding schon im Inventar gehabt, deshalb kann ich es ja nicht finden. Hier war ich aber drin, oder? Scheint so, ja. Hä?
Ja, ich bin auf jeden Fall im Z4 und ich habe mich definitiv anscheinend jetzt verlaufen. Oder es gab einen Zombie-Respawn, weil... Eigentlich, wenn ich doch von da jetzt gekommen bin, dürfte die Dame doch gar nicht mehr da sein. Oder sehe ich das falsch? Da noch übrig geblieben sind. Doch noch einige, die aber Gott sei Dank ziemlich schnell down sind, nachdem der Springer sich da in die Luft gejagt hat. SWD-Munition. Waffen. Set. Im Übrigen ist das Versteck der Kiste ziemlich nah an dem Bereich gewesen, wo ich vorhin am Anfang aufs Gelände gegangen bin. Guckt euch dort um. Wo genau es jetzt ist, verrate ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht schwer zu finden. Es ist leicht zugänglich. Es ist kein Mech da. Oder es sollte kein Mech da sein. Bei mir war gerade auch keiner da. Und, oh. Okay. Wie gesagt, es ist leicht zu finden. Und, ich denke mal, es lohnt sich. Es sind Katana drin. Und noch ein paar andere Sachen, die jetzt hier noch mit reinkommen. Die MP5 kommt ja mit rein. Die Waffengillies kommen mit rein. Eine M82 kommt mit rein. Also ich denke mal, es hat sich auf jeden Fall dann jetzt für die Leute gelohnt, die sich hier vielleicht die Kiste holen kommen. Ich wünsche euch damit viel Spaß und viel Glück. Und wie gesagt, das ist ganz in der Nähe von da, wo ich reingegangen bin. Nicht schwer zu erreichen. Aber da können sogar Anfänger rein, die gerade da neu gespawnt sind. Aber wie gesagt, das ist eine Metallkiste. Und sie ist verschlossen. Damit es auch nicht zu einfach wird, ne? Also nicht einfach Sprengreise. Ja, ich gehe hier rüber und hol mir den Loot. Nee, nee, also. Ihr müsst euch das schon ein bisschen verdienen. Aber wie gesagt, es lohnt sich wirklich. Also wer sagt, es lohnt sich nicht, tut mir leid, dann weiß ich nicht. Dann habe ich vielleicht ein anderes Verständnis von es lohnt sich oder so, keine Ahnung. Also ich denke schon alleine für das Katana, für die M82 und für die Gillies lohnt es sich definitiv. So, also wie gesagt, ihr wisst jetzt ungefähr, wo ihr die Kiste finden könnt. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Suchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt oder keine weiteren Lootstellen, wo ich den Loot abstelle, ja, abonniert meinen Kanal. Würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal, sagt der Falli. Ciao.